Hallo zusammen, ich bin wieder bei Karriere und okay. Ne. In der Woche bin ich nicht dabei. Mann. Ich denk Bochum. Okay, lass ich lieber. Bin ich Die anscheinend zu Spieler gut. sind unterwegs und wir freuen uns auf 90 Minuten guten Fußball. Jetzt sagt der Schiedsrichter Vorteil. Ja, aber Kurz besser ist es nicht, wegmachen. denn die bleiben ja im Ballbesitz. Aber jetzt bin ich wieder da. Ancelotti. Scheint ihm der Ball vom Fuß abgerutscht zu sein. Ein cooler Versuch. Mann. Komm. Osaka. Aktiv sein. Ey, hat mich umgeschabbert. So. Schwieler. Ich latz, du Latze. Komm. Schön das Spiel auf die Flügel verlagert. Mann, ich glaube, ich sollte lieber weggehen. Nein. Das frühe Stören, es hat Der sich hätte gelohnt. mehr Schon im Mittelfeld sind sie wieder im härter Ballbesitz. machen müssen. Ach, da. Warum springt er jetzt? Weil er Angst hat oder weil er schlau ist? Klasse, wie er den Mannschaftskameraden an der Außenlinie sieht. Komm, pass mir. Würde ja. So, und das ist nichts für Patienten mit Ja, und Tor. der ist. Der erste Hui. Treffer in dieser Partie. Und Hui. hoffentlich nicht der letzte. Und irgendwie hat das raus, den Ball genau flach in die Ecke zu schießen. Und Und genau schön diese ist Situation klein sollte man mal beim Training vorführen. Das ist perfekt, wie er diesen Ball platziert. Ohne Halt, bitte. Oh. Tide. Jetzt ist er vorbei. Oh. Hab denn so eine schöne Vorlage, der macht nicht drauf. Ich hätte sogar ich besser gemacht. Eine souveräne Leistung des Verteidigers. Am Pass gerade. Jetzt ist er durch. Oh fuck. Ich hätte einfach abziehen sollen. Gib ein Tor. Okay. Timo Achenbach. Ey. Osaka. Hallo? Er hat
den Ball. Nein, hab ich gedrückt. Wie gut, dass das nicht gemacht hat. Komm, zieh. Ins Aus. Einwurf jetzt. Mann. Jo, passt mir. Oh, jetzt bekommt es. Mann, ich wollte das umhauen. Tobias Weiß. Solche Zweikämpfe will der Trainer sehen. Da freut er sich. Tide. Klasse geklärt vom Abwehrspieler. Da freut sich natürlich auch der Torwart. Mann! Der Latz nervt mich so asozial, Leute. Das sieht gut aus. Bitte rein. Oh, ich dachte, der geht. Er hat sich zu weit rausgedreht. Ah ja, wegen letztes Mal gegen Nürnberg. Da war es ja nicht ganz drauf. Das tut mir sehr leid. Das war so, ich wurde bei 1-1, dann glaube in der 75. oder sowas oder später. Keine Ahnung. Wurde ich ausgewechselt. Oder kann auch 80. gewesen sein oder sowas, ja. Auf jeden Fall hat dann, als ich draußen war, Santos noch geschafft, zwei Tore zu kassieren. Also gegen Nürnberg hat Santos 3-1 verloren. Also hier jetzt bei der Karriere, meinte ich. Nein, was tue ich? Egal. Ah, ich habe es geschafft, dass der mit, dass wir einen Wurf haben. Oh nein, da liegt einer verletzt. Komm, pass ihn. Nein. Die Entscheidung des Schiedsrichters ist klar. Er muss Abstoß geben. Ball war im Tor aus. Ah. Jö. Spielen die hier nach Regeln oder was? Freistoß natürlich. Was ich auch sozusagen ankündigen wollte, wenn ich halt die 25 Abonnenten geknackt habe, mache ich so sozusagen Pack Opening Special, wo ich dann schon über 1 Million ziehe, mindestens Packs. Ja. Also sozusagen kleines Abonnenten-Special. Dann bestimmt ganz lustig. Immer gut, wenn der Schiedsrichter gleich am Anfang ein Zeichen setzt. Der Freistoßfall. Eine Rot. Und jetzt gibt er die rote Karte. Und das völlig zu Recht nach dieser Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Wie er es weiß. Kulowitz. Tide. Die verstehen sich blendend. Ein verbissener Mann. Zweikämpfer, der Erfolg hat. Er hat den Ball. Pass geht raus. Jetzt soll es über die Außen gehen. Und jetzt fängt es wieder an, Leute. Jetzt greift er ihn an.
Dieses scheiß Sinken von Bewertung. Guckt es euch an. Ich stehe auch da, wo ich stehen muss. Kein Pfeil und so, und das geht runter. Ja. So. Ich kapiere das einfach. Es geht bestimmt auch noch runter, weil ich hier lang laufe. Nein, ey. Gegen Computer, also gegen in Karriere bringt's Ballrolle ganz gut. Mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Schöner Zweikampf, Ballbesitz. Mann. Schöne Flanke. Ich muss halt gucken, dass ich nicht ausgewechselt werde und dann wieder sowas kommt wie gegen Nürnberg jetzt zum Beispiel. Von 1-0 auf 3-1. Von 1-1 auf oder was uns, ne? Auf jeden Fall auf 3-1. Mit dem weniger Ausdauer, wenn ich halt wenig habe, kann ich nicht gut durchkommen. Die Atmosphäre ist aufgeheizt. Das könnte jetzt auch wirklich die Schlüsselphase für die Heimmannschaft. Ich stehe ohne Pfeil da und zu singen. Minderwertiger geht so fast. Schönes Tackling, sauberer Zweiger. Ja, weiß. Ja, danke. Lass mich bitte einmal schießen. Ich werde schießen. Wie undiszipliniert, wie brutal, das musst du alles nicht sein. Komm, bitte ich. Bitte ich. Bitte ich. Wenn nicht, lass ich jetzt einfach den, wo schießt. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Der ist? Oh, ho, ho. Einmal lass ich den schießen und gleich macht der ihn rein. Not bad. Und da merkt man natürlich, dass der gute Mann bei den Freistößen eine extra Einheit eingelegt hat. Eine wirklich schöne Aktion. Da konnte der Schütze seine Qualitäten unter Beweis stellen. Wie er es weiß. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Wir haben das Endergebnis. 2-0. Ich will noch gucken. Wie lang der verletzt ist ja hier. Was ist das? Okay. Verletzung. Oh, 2 Monate. Tut mir leid für ihn. Okay, das war's dann wieder. Oh, warte, noch kurz. Team der Woche angucken. Was das war doch. Ach, hier. Ist das noch von vorhin? 4.11. Ich sag einfach mal, ja, das ist noch das von vorhin. Okay, das war's dann mit meinem Spiel. Okay, ich würde mich über Abo oder Like freuen. Ah, jetzt ist das 11. der Woche da. Und ich bin seit, oder bin ich? Oh, es sind 1000 sehr schlecht besetzt mit 0. Okay, dann sag ich jetzt, ciao.